versuch's. Ich versuch's. Yes, she is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. Ah, wir haben die Waffe. Ich will mal gerade lauschen, was sie sagen. Jetzt check ich's nämlich, weil ich glaube halt wegen diesem, das ist ja, das alles ist ja ein kompletter Betrug alles, ne? Weil die deshalb extra die... Throw out the guns. Wow! Gleich wieder da? Scheiße. Weil es alles Betrugsmasche. Die fucken extra die ganzen Häuser ab. Und wahrscheinlich stecken noch viel mehr Leute dahinter. Vielleicht auch bei der Polizei stecken Leute dahinter. Einfach wegen Geld. Hände hoch. Du hast noch die Chance aufzugeben. Oh. You want me? You got me. Ah, meine Schulter. Leg die Waffe weg. Jetzt. Christ. Just missed. Okay, ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihn gewarnt. Oft genug. Die Schüsse waren immer extra daneben. Puh, weil viel mehr Leute dahinter stecken. Wahrscheinlich noch Polizei oder so, ja? Wegen Betrugsmasche. Nur wegen Kohle. Gehen die trotzdem Risiko ein, dass Menschen sterben? Ist ihnen egal. Und die wollen nicht, dass wir es aufdecken. Aber wir wollen es. Und deshalb... How long do you think you can hold out? Wow! Scheiße! Erwischt! Oh Gott, oh Gott. You're surrounded and your buddies are dead. Gebt auf! Oh Scheiße! Ein gezielter Schuss brauchen wir. Nur ein gezielter! You can walk out of here or go out of the box. Your choice. Oh. Aufgeben jetzt! Okay. Die wollen alle nicht hören. Sie geben alle nicht auf. Alter. Wie viele Leute hier hinterstecken? Das sieht man jetzt erstmal. Da, ich sehe was. Ich sehe was. Oh nein. Ah, so kann man sich umdrehen. Sehr gut. Komm raus! Ich weiß, dass du dahinter bist. Okay, let's go, Leute. Machen wir's! This is what I'm good at. Oh, Kopfschuss. Kopfschuss, absoluter Kopfschuss. Da war noch einer. Da war noch einer.
Alter, scheiße, 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 wir müssen los. Okay. Nicht, dass sich einer hochhieft und uns dann noch von hinten erschießt. Okay, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wir haben ihn bald. Wir haben sie. Oh Gott. Wie kann einer vorkommen? Ach, wer ist denn da? Gib auf! Du hast keine Chance. Deine Kollegen sind alle tot schon. Leg die Waffe weg. Leg die Waffe weg, Mann. Letzte Warnung. Letzte Chance, die Waffe wegzulegen. Alles klar. Du Scheiße. Steht da hinten jemand? Da steht jemand. Der Typ mit dem Flammenwerfer. Ich hab ihn einmal erwischt. Throw out the gun. Da hinten. Ja, okay, wir gehen weiter. How long do you think you can hold out? Oh, Scheiße. Wow. Heilige Scheiße! Wenn wir einmal falsch den Kopf raushalten, sind wir am Arsch. Aber er auch. Auch wenn wir nur eine Pistole haben. Vollkommen egal. Die bringt auch was. You're surrounded and your buddy... Der letzte Schuss hat doch noch gesessen, ein Glück. Wow! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter, jetzt geht's aber richtig los hier. Hör mal. Wohin, wohin? Dahin war wahrscheinlich. Nicht hierhin? Alter, was hier abgeht. Was hier abgeht. Ich habe keine Muni mehr. Ernsthaft? Ach du Scheiße. Throw out the guns. Ja, wir haben auch schon viel verschossen. Waffe weglegen. Letzte Chance. Alles klar, mein Freund. Alles klar, mein Freund. Oh, knapp. You want me? You got me. Scheiße. Ne, man ist nicht alle. Waffe weglegen jetzt. Oh. Keep on going, Jack. Komm schon weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Wo sind sie noch? Wow! Guck mal, da hat der noch mit Feuer. Nein, Muni an!
Wow, das hat er überlebt. Was? Komm schon. Ein gezielter Schuss, ein gezielter. Okay, freie Bahn, alles sauber. Alles sauber, alles sauber. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Wir sind ihm dicht auf der Spur, aber wo ist denn der andere? Oh! Oha! Warte mal! Boah! Alles klar, mein Freund, alles klar. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Leute. How long do you think you can hold out? Waffe fallen lassen. Oh, Scheiße. Wo kommen die rein? Flesh wound. Nice. Oha. Oha. Greife nach dem Flammenwerfer. Aha. What the fuck? Wuhu! Abzulegen. Geil, ich kann ja aber immer wieder rufen. Rufen vor allem. Ziehen! Wie nice! Okay, let's go! Jetzt ist es ernst. The water's rising. Oh nein. Das Wasser steigt. You can walk out of here or go out in a box. Your choice. Ganz genau. Da stimme ich ihm komplett zu. Hä? Wo soll ich denn lang? Ach, hier. Oh Gott, oh Gott. Oh! Throw out the guns! Whoa! This is what I'm good at. Okay, Achtung! Trick Nummer 17. Ja moin. Oh, der ist so schön. How long do you think you can hold out? Ist eine Chance? Let's go. Let's go. Achtung! Alter. Alter. Okay, wir sind auf der Spur.
Weiter, Leute, weiter. Ach, wir sind der Jack. Okay, Princess? I felt better. Ach du Scheiße. He saved me from the doctor. Hi, Tex. Do you remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. Her, but not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the Sixth on Sugarloaf, weren't you? I was. And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom! War's over, soldier! I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Elsa! Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. I don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help him get it back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Get her out of here. Biggs will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! He killed that man! I'm doing him a favor, Elsa. Cole, up here! I'll get this crate open! Hurry, Hirsch! The water is rising! Hand her up! You're first! You're next, Jack! Yes. I'm not arguing. You're wounded, Jack! Let me help. Komm schon. Komm. Wie soll ich ihm helfen? Ja. Komm hoch da. Alles klar. Jump, Cole! Jump for it! Ich versuch's! Ja. We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor and through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Nine! You belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who recognized the need to remove the odd bad apple from a department made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued I was never to his fight enemy. The good fight. I think he knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend.
Ja, und damit war es das auch. Wir haben alle Kapitel durch. Eine andere Art von Krieg. Leider natürlich auch mit einem sehr traurigen Ende. Cole Phelps ist auch gestorben. Beim Versuch noch zu springen hat es aber nicht geschafft. Und wir haben ja dann noch erfahren von diesem Flammenwerfer-Typi, dass er auch im Krieg auch sogar befohlen hatte, ja, ins Krankenhaus, dass er mit dem Flammenwerfer ins Krankenhaus reinbrennen soll, sozusagen, abfeuern soll. Das ganze Krankenhaus voller Zivilisten abfackeln soll. Da war im Krieg, in der Kriegszeit, halt aber auch offenbar jeder ein Monster. Und ja, mega traurig, der Abgang jetzt zum Schluss. Wir haben's durch, Freunde. Wir haben's durch. Auch wenn mit einem traurigen Ende. So ist es. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Ja, wirklich sehr gut. Ja, ansonsten an sich so, wie ich schon gesagt habe, wenn man das normale Spiel vorher schon gespielt hat, ist es am allerbesten. Vielleicht auch noch frisch vorher gespielt hat. Bei mir war es ja zu lange her schon. Ich habe ja so viel vergessen. Und wie man ja sehen konnte, hier in VR spielt man ja natürlich das gesamte Spiel nicht, sondern wird einfach in Abschnitte reingesteckt, ja. Einfach irgendwie irgendwo reingeportet, zack. Wo man das Spielgeschehen einfach in VR mal erleben darf. Und ist was ganz anderes als das ganze Spiel. Man ist halt komplett in der Story, wird man reingewürfelt und ja, kriegt gar nicht alles mit, ja. Nur im Groben und Ganzen. Oder besser gesagt, im Groben, aber nicht im Ganzen. So eher. Ja, hat natürlich trotzdem mega Spaß gemacht, da drin mit dabei zu sein. Und ich hoffe, es hat euch auch sehr gefallen. Und ja, dann bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen bei euch. Und ja, freue mich auf die nächsten Projekte mit euch zusammen. Das hier haben wir abgeschlossen. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal. Ich kann mich immer nie oft genug bedanken bei euch fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und macht's gut.